Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. Beim letzten Mal haben wir einen Einsatz geschafft, der nicht so ganz einfach war. Leider ist unsere gute Soldatin Jane Kelly da ziemlich bei Mitleidenschaft gezogen worden. Ich guck nochmal ganz kurz. Es geht sogar aber noch, ne? 7 Tage nur. Das geht, wobei ich erwarte, dass wir trotzdem noch einen Einsatz kriegen bis dahin und dann wahrscheinlich wieder den guten Alex Nichols mitnehmen müssen. Aber na gut, besser als gar keinen Ranger noch dabei zu haben. Wir haben außerdem noch die zweite Grenadierausbildung dabei, das ist ganz gut. Du bist noch erschüttert, das müssen wir auch irgendwie zusehen, dass wir das wieder wegkriegen. Wir werden sehen. Ich denke, der nächste Einsatz wird ganz schön interessant. Wir könnten auch noch tatsächlich vielleicht ein paar mehr Rekruten brauchen bei Zeiten, was? Das sieht nämlich nicht so doll aus. So, die Frage ist, was machen wir denn? Erstmal hier nochmal kurz gucken. Alien-Verschlüsselung dauert nicht mehr so lange. Kommunikationszentrale, das ist wichtig. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Okay, wir müssen ja das nächste komische Ding einnehmen. Kommt wieder irgendwas? Nein, es kommt erstmal nichts. Wir sind nicht in der neuen Arktis. Wo sind wir denn gerade? Wo ist unser Schiff? Ich sehe unser Schiff nicht. Ah, es ist unterm Schwarzmarkt. Okay, sind wir gerade beim Schwarzmarkt? Aber ich will nicht noch mehr Infos ausgeben. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich noch was kaufe. Nein. Folgender Plan, die Vorratslieferung, ne? Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Oh Gott, der ganze Kram hier unten ist leider weg. Wir können das hier machen. Vorratslieferung ist auch sehr wichtig, aber hier gibt es einen Wissenschaftler. Ah. Wir können auch echt neue Wissenschaftler bauen. Wobei, das dauert nur 3 Tage. Kommunikationszentrale. Wenn wir das jetzt nehmen. Danach die Vorratslieferung. 5, 8 Tage. Das klappt noch vor der nächsten. Aber wir werden dazwischen garantiert noch einen Einsatz kriegen. Wo wir die Vorräte sehr gut gebrauchen könnten. Mit der Kommunikationszentrale können wir dann schon rüber in 6 Tagen. Das ist die Frage, ob wir das machen wollen. Je nachdem, wie die Einsätze verlaufen. 5 Tage müssen wir sowieso noch warten, bis Jane Kelly wieder bereit ist, weil den Einsatz will ich garantiert nicht ohne Kelly machen. Ich weiß auch nicht, ob... Ich weiß nicht, ob die Vorräte vielleicht weg sind sonst, und das wäre richtig schlecht. Wir machen jetzt erstmal das. Es dauert 3 Tage. Naja, langsam wird es tatsächlich ein Problem mit der Zeit, ne? Zeit ist langsam ein richtig heftiges Problem. 1 Tag... Oh, das gibt schon Teilvorräte, das ist gut. So, du bist ein Grenadier geworden, das ist schön. Dann machen wir aber erstmal einfach weiter. Zack. Eine UFO-Landung. UFOs, das in dieser Region gelandet ist. Wenn wir uns beeilen, können wir eine ansehnliche Menge an Vorräten und Ausrüstung aus dem Schiff bergen. Ja, das klingt nicht schlecht. Alien-Technologie und Vorräte. Oh, das kann natürlich hart werden, aber das ist, glaube ich, sinnvoll. Wo ist denn das? Da hinten. Sichere das ausgeschaltete UFO. Wer weiß, was die sonst da hinten machen. Vielleicht haben wir da noch irgendwelche anderen Vorteile von. Komm, wir fliegen da jetzt hin. Wir kriegen noch mal ein paar Vorräte, das ist gut. Wir haben noch einige Vorräte gekriegt. Die können wir jetzt zum Beispiel ausgeben. Tigen und Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den Schädelstecker erfolgreich nutzen. Ja, ja. Ich weiß. So, du hast das Medikit jetzt dabei. Okay, pass mal auf, ne? Wir wollen die ganzen komischen 2 Slots, die müssen wir irgendwie alle noch füllen. Wir können noch einen irgendwie mit einem Schädelstecker. Das wäre, warte mal, wir müssen noch kurz gucken. Du kannst den Schädelstecker auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Zack, du bist nämlich hier unser zweiter Ranger. Das ist gut. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, es wäre sinnvoll. Warte mal. Ausrüstung, Gegenstände freigeben. So, Rüstung freigeben. So. Gegenstände herstellen. Da wollen wir jetzt noch hin. So, pass mal auf. Rüstung bauen. Dö. Gaussgewehre, ne? 150 kostet das. Das ist nicht günstig. Oder die Magnetkanone. Aber von der Magnetkanone profitiert gerade nur einer. Wir haben 2 Scharfschützen dabei. Gaussgewehr. Für unsere Sniper. Bleibt die Erweiterung dran? Ich sehe hier dieses Ding da dran. Warte mal. Wenn wir die Dinger verbessern, bleibt dann die Erweiterung. Oh, wie geil. Das wusste ich gar nicht. Awesome. Awesome. Okay. Plötzlich werden jetzt ganz viele Sachen noch nacherweitert.
Ein Automatiklader für den Sniper, ne. Oder? Einmal nur? Wir können auch zweimal machen, das wäre natürlich richtig gut. Soll man nachladen umsonst? Bam, 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 kann er dann machen. Oder einfach nur mit Magazingröße plus 1. Der ist wahrscheinlich das automatische Nachladen besser, wa? Komm, der kriegt jetzt den fetten Automatiklader an sein Sniper-Gewehr dran. Warte mal, haben wir noch so ein Ding? Ja, wir haben noch so ein Ding. Mobilität. Für weiterlaufen, ich weiß nicht. Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Oh, ich hätte gerne noch... kriege ich vielleicht noch ein zweites Medikit für ihn zusammen? Warte mal, wir können noch mal kurz gucken. Bei den Gegenständen ein Medikit. Kostet 35. Das ist aber noch dann das Einzige, was wir noch machen können. Rüstungen, die sind... 30. Wenn wir noch eine Rüstung bauen. Oder halt, nee, ich glaube, ich nehme noch ein Medikit mit. So. Du und kriegst du auch noch. Warte mal, das möchte ich gerne im ersten Slot haben. Ladi da. So. Zack. Und zack. Dann kriegst du noch die Granate. Und einer von euch kann auch noch eine Nanofaserweste. Und das wirst du sein. Bringt das überhaupt was? Warte mal. Doch. Ich wollte gerade sagen, es bringt doch was, ne? Bam. 16 Leben hat die Alte jetzt. Holy crap. Das ist richtig gut. Ich könnte das Ding auch ihm geben. Die Sache ist, dann braucht jemand anders die Flashbang. Und die, warte mal. Du bist sowieso ein Supporter. Pass mal auf. Halt. Das machen wir irgendwie... Na, wobei, du kannst den ganzen anderen Kram gar nicht mitnehmen, das bringt nichts. Dann hast du quasi... Oh, Schwierigkeit schwer. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Wir haben sonst nichts mehr, was wir den Leuten geben können, ne? Du hast das Gauss-Gewehr immerhin. Ja, aber warte mal, wir können den anderen Leuten noch sonst was geben. Jetzt, wo ich weiß, ne? Du hast schon Automatiklader an dem Gerät dran, ne? Oder? Jo, die hat schon einen Automatiklader, das ist positiv. Jetzt könnte ich natürlich zum Beispiel, du bist ja eher so der Kämpfer von den beiden, wobei du hast auch schon Kram dran. Du bist trotzdem eher so der Kämpfer von den beiden, das heißt, du kannst jetzt tatsächlich vielleicht mal Laservisier, nö, Magazin, aber ein Automatiklader, auch so ein Automatiklader vielleicht. Nee, du kriegst eine Magazinerweiterung auf deine Waffe gebaut. So. Du bist erschüttert, das ist ein Problem. Gebe ich dir auch noch ein Automat? Was hast du an deiner Waffe noch dran? Du hast zwei Sachen an deiner Waffe, bin ich mir relativ sicher, ja. Magazinerweiterung und Zielfernrohr. Ja, komm. Das reicht mir jetzt, glaube ich, erstmal. Wir ziehen los. Ein schwieriger Einsatz. Ich habe ein bisschen Angst. Aber unsere neuen Rüstungen, ne? Unsere neuen Rüstungen müssen das jetzt rausreißen. Wir haben Kelly nicht dabei. Das ist natürlich ein großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Ich glaube, ich habe... Habe ich schon mal einen Einsatz ohne Kelly gemacht? Ich glaube nicht. Oh Gott. Neutralisiere alle feindliche Ziele. Sichere das feindliche UFO, um Vorräte zu bergen. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus. Wenn du einen Trupp evakuierst, gehen alle von der nicht zurückgetragenen Leute weg. Okay. Ah, Moment. Erschüttert kann im nächsten Einsatz einen Feind ausschaltet und ich weiß nicht, was es war. Ah, da steht es nochmal. Ausschaltet und unverletzt. Oh Gott, der Typ muss unverletzt bleiben für die ganze Aktion. Ach du Schande. Können wir das nicht auch so irgendwie wieder heile kriegen? Weil ich habe das Gefühl, unverletzt bleiben könnte problematisch werden gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, wir sind... UFO-Koordinaten eingegeben. Vorrücken, das ist zumindest nicht so groß, aber... Wir sind concealed, das ist gut. So, mal ganz kurz gucken. Wir haben hier nochmal so eine... Oh, so eine erhöhte Position davor. Hier ist das UFO. Okay, das ist auch ganz auf der Ecke der Karte. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. In die Richtung geht es nicht besonders weit. Geht es in die Richtung besonders weit? Ja, doch, da ist noch ein Stück. Ich würde tatsächlich hier vielleicht drauf zugehen. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt reinkommen. Eher da oder hier. Ist die Frage, wo wir am besten rein? Wahrscheinlich tatsächlich hier, weil hier können wir dann unter Umständen reinschießen. Wobei wir noch nicht sehen, was da überhaupt abgeht.
Okay, was ist? Achso, du bist erschüttert. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Wir haben allerdings hier den Fernhacker mit dem Gefechtsprotokoll und dem Übernahmeprotokoll, was richtig gut sein könnte. Das könnte uns echt... Da steht ein Baum, der steht einfach nur so rum. Der bringt überhaupt nichts, der ist halt da. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier jetzt hinsprinte. Auf der anderen Seite wird mich da wohl keiner sehen, ne? Ich habe jetzt gerade echt schon ein bisschen Angst vorzurücken, weil bei den letzten Malen war das immer echt fies. Du kannst dich irgendwie nirgends so richtig toll in Deckung begeben, ne? Das ist, du musst schon vorrennen, weil du diejenige bist, die da schwere Deckung kriegen kann. Und dann unter Umständen schon siehst, wenn da irgendwo was ist. Gucken wir natürlich, wenn meine Sniper erstmal hier oben bleiben und dann von hier schon Leute erschießen könnten bei Bedarf. Wir sehen aber niemanden bisher. Oh, das ist aber schön hier. Das gefällt mir richtig gut. Wenn wir das irgendwie ausnutzen könnten, das hätte was. Hier ist noch so ein Hochsitz. Aha. Warte mal, wenn wir hier von der Seite vielleicht... Ich weiß nicht, auf welcher Seite hier. Auf der Seite kann ich hoch. Auf der kann ich auch hoch. Hier ist da so der... Aber wir wollen auf die Seite eigentlich eher drauf. Das heißt, ich glaube, ihr geht mal eher auf die Seite hier. Ist zumindest jetzt erstmal der Plan. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde ganz gerne hier oben bleiben, aber ich glaube, das lohnt sich gerade nicht so richtig mit denen erstmal. Weil die da hinten dann eh wieder hoch müssen und sonst keine Gegner sehen. So, dann gehst du nach da. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht mit Granaten beworfen werden. Hier, das kann nämlich auch sehr, sehr schnell passieren. Zweiter Sniper ein bisschen weiter nach da. Dann haben wir die Sniper ein kleines bisschen aufgeteilt. So, wir haben hier nur halbe Deckung natürlich leider. Aber das muss erstmal reichen. So, erstmal nach vorne. Und da gibt es erstmal für den letzten gibt's eine Action-Cam. Sehen wir irgendwo wen? Nein, wir sehen nirgendwo wen. Ah, wir haben auch was gehört, aber das war es irgendwie auch, ne? Hier gibt es volle Deckung. So, wie sieht das? Oh, da oben gibt es tatsächlich gar keine so schlechte Deckung. Das ist schön. Hier kann man noch um die Ecke gucken. Wir gehen ein bisschen langsam vor. Wir haben kein Zeitlimit. Es ist also aktuell noch alles unproblematisch. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann hast du Deckung nach da und nach da noch bessere Deckung. Hier gibt es keine volle Deckung. Jetzt ist die Frage, wenn ich erst hier hinter den Baum gehe, um mal zu gucken, ob es da hinten was ist, kommst du dann noch bis dahin? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du sprintest jetzt direkt nach da und siehst dann im Vorbeigehen, ob da jemand ist. Hoffentlich. Scheinbar aber nicht. Ah, die Aliens sind ganz schön weit weg hier gerade. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Warte mal, was? Ach, ich dachte, das war gerade rot. Nein, das ist nur außer Reichweite. Du gehst erstmal nach da. Ach, du bist mein Ranger, ich bin blöd. Egal, passt schon. Ich dachte gerade, das wäre der Scharfschütze gewesen. Der Supporter. So. Du gehst dann mal nach da. So, wir haben noch dich hier. Wenn jeder vielleicht auf einen von den Felsen drauf, wäre das schon ganz cool. So, wir beeilen uns etwas. Du bist meine Revolverfrau, ne? Das Problem ist, Revolver haben wir noch keine verbesserte Waffe aktuell. So, wenn du jetzt hier hinläufst, kannst du noch mal ein bisschen gucken schon mal. Du bist mein Supporter, du hast nicht so viel, ne? Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Da hinten sind die, okay. Das heißt, wenn wir jetzt hochgehen, erhöhte Position, das kann helfen. Ich habe gerade irgendwas gehört. Es klang, als wäre die Tür aufgegangen irgendwo. Oder sehe ich wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt noch hier nach vorne läufst... Du kannst eigentlich hochklettern ohne... Oder? The Fudge? Ach so, ich bin blöd. Okay, also, ja, ich bin blöd. Nicht, dass das was Neues wäre. Lauf mal nach da hoch und dann gucken wir da oben mal. Siehst du da irgendwen? Yep. Mutons und... Oh, und Vipern. Zwei Stück. Holy crap. Aber du bist da in ganz guter Position. Das ist gut. Oh, du bist da in sehr, sehr guter Position. Problem ist natürlich, dass wir jetzt irgendwie die anderen alle noch in ordentliche Position bringen müssen. Aber die dürfte da oben erstmal nicht gesehen werden. Gerade weil die so weit weg ist, ist das gut. So, dich hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch irgendwo da vorne. Wir können natürlich versuchen, die dann hier durch irgendwie zu erschießen. Auf der anderen Seite... Ja, ich muss, glaube ich. Ich kann nicht erst zu lange brauchen. Ich kann nicht wieder zu lange brauchen, um irgendwie die Leute alle in Stellung zu bringen. Das ist das Problem. Wenn ich damit wirklich wieder ewig brauche, dann bringt das alles irgendwie nichts.
So. Schaffst du das in einer Runde? Ja, ne? Solange du dann nicht von irgendwo anders gesehen wirst, ist alles okay. Nicht, dass dann irgendwo anders noch einer steht. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Aber wenn du schon mal eine erhöhte Position hast, ist das, glaube ich, ganz gut. Falls sie dann hier in die Mitte kommen, ich weiß ja nicht, wo die hinpatrouillieren, dann ginge das schon mal ganz gut. Und du gehst nach hier. So. Zack. Wie ist denn das? Ausweichen. Verteidigung 30, Ausweichen um 50. Holy crap. Funktioniert nur in Deckung. Falls wir gesehen werden. Nur wenn ich aufgedeckt bin. Die Frage ist, eigentlich könnte er noch weiter nach vorne gehen, ne? Wenn du jetzt hier hingehst, falls da noch jemand rauskommt oder die in die andere Richtung gehen, hast du eine bessere Position. Ich glaube, ich brauche gerade tatsächlich gar nicht unbedingt die Overwatch hier. Das Problem ist, wenn er hier hingeht, dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ich hoffe, die sehen die da oben nicht. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Aber gut, dann haben wir Probleme, aber dann geht das nicht anders. Es sind zwei. Okay, sie gehen da hinten lang und scheinen uns nicht zu sehen dabei. Das ist gut. Irgendwo ist die Tür aufgegangen. Oh, dammit, da hinten sind noch welche. Ich will die ehrlich gesagt gerade nicht sehen und oder angreifen. Der Nähe wäre ein ideales Ziel für den Schädelstecker. Das weiß ich. Also, die Sache ist, wenn ich jetzt... Siehst du die da hinten? Wenn du die da hinten nämlich nicht siehst... Dammit, du siehst die, ne? Nee, du siehst nur die da unten. Das ist gut. Wenn ich jetzt nämlich mit ihm da weglaufe, dann sind die im Schatten. Dann kommen die erst später an. Dann kriegen die es vielleicht nicht mit, wenn ich hier Leute angreife. Das ist eine total dämliche Aktion. Und... Oh Gott, nee, da wirst du flankiert. Das geht nicht. Der kommt theoretisch bis da ganz hinten. Ich will die jetzt gerade nicht noch mit dabei haben. Wenn die auch noch ankommen, dann habe ich halt Probleme. Deshalb würde ich ihn eigentlich ganz gerne irgendwo hin tun, wo er zumindest ein kleines bisschen Schaden anrichten kann. Aber ich glaube, das geht nicht. Shit. Aber ich glaube, es ist wichtiger, hier irgendwie einen sinnvollen Schuss auf die rauszukriegen, als irgendwelchen anderen Quark zu machen. Wenn du hier hingehst, kannst du vielleicht noch auf die schießen. Und da bist du, glaube ich, in einer ganz guten Position. Da müssen die, um dich zu flankieren, irgendwo hier so hin und dann sehen die dich nicht. Das ist mein Plan jetzt. So, du machst einen Overwatch. Also ich glaube, die da oben wird gleich erstmal schießen. Das ist das Wichtige. Du machst einen Overwatch. Du siehst die gar nicht. Das ist blöd. Warum siehst denn du die nicht? Warum sieht er die nicht? Oh, das ist crap. Das ist echt crap. Ich will die... Ah, damn it! Warum sieht er die denn nicht? Das ist irgendwie blöd. Wo muss denn der hinlaufen, damit er die sieht? Das ist ja fürchterlich. Warte mal. Wir drehen mal kurz. Siehst du die von da? Nein, du siehst sie auch von da nicht. Vielleicht kommen die näher und dann siehst du die. Ich weiß es nicht. Oh, ich hoffe einfach. Oder, ich habe gerade kurz überlegt, vielleicht kann er auch einfach mit einer Granate den Kampf dann anfangen oder so. Ist aber, glaube ich, blöd. Ja, dammit, du kommst auch nirgends hin, dass du die siehst, was? Oder? Nee, da sieht man... Ja, toll, von da. Super, danke. Das hilft mir nicht. Du siehst die. Ich hätte das nicht machen sollen. Hätte er sich vielleicht gleich noch bewegen und irgendwelchen Kram machen können. Du kannst bei Bedarf gleich noch rumlaufen und vielleicht eine Heilung und oder ein Hilfsprotokoll oder so machen. Ich glaube, das ist einfach jetzt der Plan. Oder dich dann noch bewegen. So, du siehst aber Leute, ne? Du siehst aber nur den einen. Da ist vielleicht die Frage, ob du nicht sogar anfängst zu schießen. Wobei, wenn sie anfängt zu schießen, dann macht sie noch ein Holo-Ziel darauf. Das ist wahrscheinlich besser. Sie kann natürlich so eine Aktion machen. Nee, wir machen das jetzt... Wir machen das jetzt so. Okay, wen haben wir alles noch? Nur die beiden, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann direkt die komplette Deckung wegnehmen. Was vielleicht das ist, weswegen der andere die nicht sieht. Oh!
Und plötzlich sieht er die. Und dann schießen alle. Warte mal, das macht 3-4 Schaden. Und trifft auf jeden Fall alle drei. Das, ja, 85% ist schon gut. Macht 4-6 Schaden. Aber ich glaube, den Schaden an allen, das ist gerade geiler. Ich weiß, damit verbraten wir auch eine komplette Granate und dann laufen die nach hinten statt hier vorne, aber dann ist die ganze Deckung weg erstmal für die Overwatch-Schüsse. Komm, wir machen das jetzt. Bitte, funktioniere. Das ist jetzt mein Plan hier. Taktiert, Leute, taktiert. Bam, die Rüstung ist zerschreddert. Wir kriegen nicht so viel Schaden raus, aber immerhin ein bisschen. Die sind gleich fast schon dran dann. Das ist natürlich schlecht, aber auf ihn schießen die alle so. Dammit! Eine weniger. Nein, der Muton ist... Doch, der Muton ist der tot? Jetzt ist er tot. Nice. Wir haben noch die hässliche Viper da. Und du siehst die nicht. Du siehst die immer noch nicht. Das finde ich irgendwie, das ist doch beschissen. Ah nee, Moment, du hast irgendwie ihn erschossen, glaube ich, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt ist die Frage, ne, wenn du da hinläufst und dann auf die schießt, flankierst du die? Oder von hier? Wenn man jetzt noch sehen könnte, von wo Leute flankiert werden, ne? Und dann macht die halt unter Umständen da Gift dahin. Das wäre scheiße. Hier flankiert es nicht gut. Wenn wir hier hingehen, weiß ich nicht. Du hast irgendwen auch erwischt, ne? Wir haben sonst nichts mehr, was wir tun können. Jetzt ist die Frage, ob wir versuchen, das Viech zu töten. Oder ob wir versuchen, irgendwie noch... Aber wenn wir irgendwie in Deckung gehen, die stehen alle irgendwie scheiße. Egal, was passiert, die stehen alle scheiße. Es wäre geiler, wenn wir das Viech töten können. Jetzt stehst du auch noch scheiße, aber gut. 70%. Komm, das kriegst du ja wohl hin, oder? Gib ihm. Nice. Das war ein sehr, sehr, sehr guter Hinterhalt. Okay, wir haben einen Muton und zwei Viper erledigt im ersten Hinterhalt. Das ist richtig gut. Jetzt wissen wir, dass die von rechts kommen müssen. Wir haben gerade ein Signal. Oh, Scheiße. Notsignal aussieht. Sie müssen in das Schiff und das Signal abstellen, bevor ihre ganze Flotte hier auftaucht. Ja, schon klar. Kacke. Du kommst bis da runter. Da waren noch welche. Die Frage ist, gehen wir jetzt hier rein oder gehen wir da... Aber hier vorne waren halt welche drin. Hier standen schon welche. Wir müssen... wenn wir dadurch... Keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob das überhaupt einen Unterschied macht für uns. Wo wir gerade lang gehen. Wobei wir halt von da oben wenigstens wissen, dass da noch Leute sind. Dann können wir vielleicht die irgendwie noch überraschen. Zur Not musst du wieder zurücklaufen oder... Ich habe keine Ahnung. Wir haben nichts anderes. Wir können nichts anderes machen. Und du hast viel Leben. Du kannst das überleben, theoretisch noch, wenn Mist passiert, glaube ich. Hoffe ich. Hier ist niemand. Okay, hier ist niemand. Fair enough. Dann... Die sind wahrscheinlich wieder reingelaufen, wa? Die Schweine. Die feigen Schweine. Mal kurz gucken. Warte mal, wie viele Runden brauche ich überhaupt ungefähr, um da zu sein? Wenn wir jetzt loslaufen würden, ne? Eine nach da. Ja, vielleicht... 3 Runden? Okay. Das ist machbar. Das ist alles machbar. Du stehst da oben gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, wenn du hier irgendwo... Naja, wobei, wenn die dann da rauskommen, ist schlecht. Das heißt, eigentlich wäre da besser. Das Problem ist, da geht nicht, weil wir dann wahrscheinlich... Wobei, nach hier sehen wir. Das hat die andere schon gezeigt, dass das funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt mal nach da läufst, bitte. Dich hätte ich auch erstmal gerne da oben. Vielleicht hier? Da wirst du flankiert von irgendwas. Nee, das ist blöd. Hier unter Umständen auch, aber du kannst auch da und nach da gucken, glaube ich. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das schon mal hast. Dann kannst du jetzt, zumindest haben wir da noch einen Pistolen-Overwatch hier stehen und ihr steht nicht direkt nebeneinander. Das ist auch ein vielleicht gar nicht so schlechter Plan, dass sie da nicht so kacke stehen. So, wir wollen da vorne in das Schiff rein. Das ist mein Wunsch. Deswegen gehe ich jetzt hier hinten rum. Ne, das ist der Plan. Du bleibst noch ein Stückchen weiter zurück, weil du unser Medi bist. So, was haben wir jetzt noch? Dich und dich. Du kannst eine Overwatch machen da vorne. Und du kannst eine Overwatch machen da hinten. Es passiert nichts. Okay. Ich bin...
ein kleines bisschen beunruhigt von der Tatsache, dass hier nichts passiert. Da ist eine Tür. Hier ist eine schon offene Tür. Das ist natürlich quasi schlimmer. Da ist nur halbe Deckung, aber können wir gerade nicht besser machen. Es ist aber, da ist niemand da. Das ist doch Dreck, ist das doch. Wenn du jetzt nach hier vorne springst, dann siehst du garantiert wen. Du hast noch keinen Run and Gun. Das ist schade, aber wir machen das jetzt trotzdem. Wir haben die Sniper da oben stehen. Wir haben euch hier, die da ein bisschen dann noch draufhalten können. Du siehst da trotzdem niemanden. Das ist unglaublich, ne? Unglaublich ist das. Jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht mit den Snipern doch noch runterkomme. Wir müssen halt sowieso in das Schiff rein, von daher ist die Frage, ob wir mit euch sogar noch ein bisschen weiter hier hingehen. Dann kannst du bis da hinten hinschießen. Und du bist unser Revolverheld. Das ist, glaube ich, sinnig. Wenn wir das so machen, du noch ein bisschen weiter zurückbleiben. Wir dürfen aber nicht zu weit zurückbleiben, sonst fallen die uns in den Rücken. Das wäre sehr schlecht. Das wollen wir nicht. Also ich hoffe, die kommen jetzt nicht da hinten raus oder so. So, dich haben wir auch noch, natürlich. Immer schön ein kleines bisschen außerhalb. Die haben... Wir müssen uns daran erinnern, das ist eine harte Mission hier. Ja, ja, die sind irgendwo da drin, ich weiß. Und wir haben nur noch 4 Runden jetzt. Du kommst bis da vorne hin. Kannst da quasi um die Ecke gucken. Das ist gut. Da durchgucken. Hier ist keine Tür, ne? Hier. Nee, da ist auch keine Tür. Das hier ist gar keine Tür. Fällt mir dabei so auf. Wir mussten hier rum. Oh Gott. Warte mal. Kommst du? Du kommst theoretisch an die Tür. Das heißt, du kannst sie noch öffnen. Die kommen beide an dieselbe Tür. Geh mal erstmal nach da. Geh du mal nach da und da gucken wir erstmal da rein, was da drin ist. Da ist bestimmt... Da sind Gegner. Da sind die Gegner. Und sie werden... Was ist das denn für einer? Gerüchte gehört, dass Advent ein schweres Infanterieschutzsystem einsetzen kann. Sieht heftig aus. Ja schon. Der hat 2 Rüstungen. Holy shit. Das ist ein fortschrittlicher Offizier und andere fortschrittliche Leute. Das ist nicht schön. Wenn du jetzt... Warte mal, du bist die Falsche, ne? Wenn du jetzt hier hingehst... Dann kannst du da auch noch reinschießen. Du kannst denen vor allem dann die Deckung weg. Das wäre natürlich fein. Ich weiß gerade nicht, ob wenn ich hier um die Ecke, ob die dann überhaupt noch auf die schießen kann. Das ist gerade mein Problem. Weil wenn die Tür nicht auf ist, sehe ich das nicht. Ah, dammit. Aber wenn ich mich hier hinstelle, weiß ich nicht, ob die... Ich habe da volle Deckung nach drin. Das wird ja wohl klappen, oder? Der könnte vielleicht, aber... Wir machen das mal. Lauf erstmal nach dahin jetzt. So. Dann mach die Tür auf. Das ist ja wohl keine Aktion, ne? So, und machen wir sie wieder zu. Du siehst nur den, okay. Können nicht alle treffen und so, ne? Das geht so... Na? Na? Wo ist sie? Da ist es. Das ist natürlich meine letzte Granate mit ihr dann. Das ist ein bisschen schade, aber was kann man... Was will man machen? Da spreng ich die Tür mit auf. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil ich eigentlich lieber alle treffen würde und dann geht das so? Nein, irk, es will einfach nicht. Das ist immer noch, das ist genauso wie im ersten XCOM, immer noch ein bisschen nervig. Jetzt ist die Frage, welche möchte ich eher töten? Den anderen könnte ich versuchen zu Schädelsteckern bei Bedarf noch. Das wäre vielleicht cooler, wenn ich den Offizier nicht töte, sondern eher die anderen beiden. Und dann ist die Tür vielleicht auch nicht auf, das ist vielleicht auch doch gar nicht so schlecht. Treffe ich die denn so beide? Na, ich treffe die beide. Wobei ich eigentlich ganz gerne die Deckung von den anderen noch weg hätte. Von dem anderen. Oder die Deckung von dem. Dann bewegt er sich nämlich nicht mehr. Oder beziehungsweise doch, dann bewegt er sich. Eben gerade dann bewegt er sich. Wir kriegen das aber nicht hin, dass die Deckung von dem noch mit kaputt geht. Das ist schade. Wir können das aber so, Alter, dann geht das da draußen auf. Oder vielleicht explodiert das Ding da links noch. Das wäre cool. Dann haben wir nämlich einen zweiten Angriffspunkt. Wir machen das jetzt so. Hat die gerade durch die Decke geschossen? Und die Dings ist nicht ganz kaputt gegangen. Dammit, das ist schlecht. Ich würde den gerne umbringen. Ich muss den irgendwie umbringen eigentlich. Ich möchte jetzt noch nicht die Flashbang benutzen. Die kann ich noch ganz gut gebrauchen. Da haben wir eine höhere Chance, aber ich glaube, der ist nicht so schlimm. Der Advent-Schildträger klingt irgendwie finster. Bin nicht ganz sicher, warum, aber der klingt finster. Warte mal.
Du hast bei Bedarf auch noch ein komisches Gefechtsprotokoll, ne? Du siehst natürlich nichts da hinten, das ist schlecht. Wir können noch theoretisch zwei Hilfsprotokolle machen bei Bedarf, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Warte mal, siehst du da hinten von hier wen? Ja, tatsächlich, du siehst den komischen Offizier von hier. Holy crap. Ich habe ein bisschen Angst, dass die inzwischen auch Granaten haben jetzt. Wenn du hier hinläufst, dann kannst du noch schießen und einmal mit den blitzschnellen Händen hinterherballern. Oder vielleicht eine Granate werfen, je nachdem. Da gucken wir mal, was da besser funktioniert. So, Granate. Dann machen wir irgendwie die Wände und alles kaputt, aber das war's dann auch. Könnte natürlich toll sein, lohnt sich aber glaube ich nicht. So, du kannst auf den Feuer... Du hast nicht wahnsinnig hohe Chance, den zu treffen, aber du kannst ihn treffen. Das hebe ich mir erstmal für später auf. So, dann gucken wir den Rest nochmal. Was kannst du machen? Du kannst nichts so richtig Tolles machen, ne? Du könntest halt hier hinlaufen und wenn dann jemand kommt, dann kannst du dem noch umschießen oder so. Kannst du natürlich hier auch. Machen wir das... Nee, ich habe Angst. Wenn ich da hier hinlaufe, dann stehen mir da zu viele Leute in Granatenreichweite. Und ich sehe schon, dass die inzwischen auch Granaten haben. Das wollen wir nicht. Du kannst aber... Warte mal, wo wir gerade bei Granaten sind. Kann ich die Wand hier irgendwie kaputt sprengen? Ich könnte hier die Wand kaputt... Ich weiß nicht, ob dann die Leute reinschießen können. Das ist mein Problem. Wenn die Leute dann da reinschießen können, dann wird sich das lohnen. Aber wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich nicht, ob ich das dafür ausgeben will. Die Granate. Das heißt, wir machen hier mal einen... Ne, wir machen noch keinen Feuerschutz. Das machen wir erst später. Du kannst erstmal noch ein Stück weiter nach vorne kommen. Nein, du auch noch nicht. Du kannst auf niemanden schießen, egal wo du hinläufst. Ne? Auch nicht von hier. Nee. Das heißt, hier hast du wahrscheinlich, das ist zwar keine volle Deckung, aber wahrscheinlich die beste Deckung, um noch irgendwas Sinnvolles sehen zu... Wobei, du kannst von da auch dein komisches Protokoll machen und dann in die Richtung noch einen Feuerschutz machen. Das passt also. Ich kann aber die Decke aufsprengen. Oder halt hier das Ding. Nein. Halt, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Erstmal versuchst du bitte den Schildträger da hinten zu erschießen. Wenn du das hinkriegst, awesome. Wenn, warte mal. Ja, nee, nur den, das bringt nichts. Den will ich auch gar nicht treffen. Ich will den da hinten, den will ich töten. 42, das ist nicht viel, aber wenn du den schaffst, bitte schaff ihn. Nein, daneben. Das macht dann noch, zwar noch einen Schaden, aber es reicht leider so nicht. Ah, dammit. Dammit. Jetzt ist die Frage, ob ich das vielleicht doch noch mache mit der Granate hier, um hier durchzukommen und den vielleicht zu erschießen. Mit irgendwem anders. Mit ihr zum Beispiel. Na, wobei, die hat dann. Nee, die hat dann trotzdem einen Scheiß-Dingens dafür. Eine blöde Position. Ach komm, weißt du was? Gib ihm.